Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Duell des heutigen Quarantäne-Streams. Jetzt heißt es Streiche oder Maschinen scheppern. Wir gucken mal, wer gewinnen wird. Wir spielen nämlich Streichbuben gegen Maschinenwesen. Viel Spaß beim Zuschauen. Viel Spaß. Jo, da ich hauptsächlich Erdemonster habe, spiele ich auch mit dem Erdewürfel, würde ich sagen. Eine 1, ja super, fängt schon gut an. Ich nehme den Kaiberkorbwürfel. Eine 5. Gut, eine 1 ist auch nicht schwer zu toppen. Ja, ja, das stimmt. Dann würde ich gerne beginnen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wähler, Wähler, Wähler. Hui. Spannend. Das könnte interessant werden. Dann zeig mal, was du so mit deinem Streichbuben so kannst. Das war doch jetzt Absicht, Robert. 69 Punkte. Ich würde gerne anfangen mit meinem Streichbuben zu Hause. Mhm. Wenn diese Karte aktiviert wird, kann ich ein Streichbubenmonster von meinem Deck der Hand hinzufügen. Mhm. Außerdem kann ich einmal pro Spielzug, wenn ich eine Fusionsbeschwörung mache, von einem Prankits-Monster, alle Monster, die ich derzeit kontrolliere, 500 ATK erhalten lassen, auch wenn diese Karte das Spielfeld verlässt. Und einmal pro Spielzug, wenn ich eine Link-Beschwörung eines Prankits-Monster mache, außer während des Damage-Steps, kann ich alle Monster, die du kontrollierst, 500 ATK verringern lassen. Verringern lassen, ja. So, dann würde ich den Effekt gerne aktivieren. Mhm. Der aktiviert sich auch direkt, glaube ich. Ja. Und dann würde ich mir gerne meine, ja, meine Streichbuben Tropfis. Mhm. Tropfi, Tropfi, Tropfi. So. Dann würde ich gerne meine Tropfis normal beschwören. Mhm. So, die Streichbuben haben alle einen gemeinsamen Effekt und das ist der, dass wenn sie als Link- oder Fusionsmaterial für ein Prankits-Monster benutzt werden, haben sie verschiedene Effekte, die sich auflösen. Mhm. Bei den Tropfis ist es jetzt so, wenn ich sie benutze, kriege ich 1000 Lebenspunkte und kann dann einen Streichbubenmonster von meiner Hand oder meinem Deck in die Verteidigungsposition geschoben. Mhm. Ich mache eine Links 1. Mhm. Auf mein Streichbuben Miau Miau Mu. Mhm. So, dann wird sich der Effekt von meinen Tropfis aktivieren. Mhm. Ich kriege jetzt 1000 Lebenspunkte und darf ein Prankits-Monster beschwören. Ja, mach mal. Das wird in dem Fall, werden das meine Streichbuben Luftis. Mhm. Ups. Die wirbeln dann ganz schön auf, wa? Ja, im wahrsten Sinne. Da hat wohl jemand nur Luft im Sack. Also, stimmt, der kommt aus den Lebenspunkten. Entschuldigung. Sag mal. War keine Absicht. So, dann würde ich als nächstes gerne in eine Link 2 gehen. Mhm. Auf mein Streichbuben Dodo Doodledo. Da ist ein Vogel aber echt abgeschossen, ne? Und dann wird sich der Effekt von meinem, ja, muss ich die Kette jetzt legen. Ich würde gerne auf 1 mein Doodle-Doodle-Doo und auf 2 meine Francis, meine Luftis. Also kicke die Krähen, Kettenlied 1, Kettenlied 2, die Luftis. Genau. Gut. Dann, die Luftis sagen nämlich folgendes: Ich kann jetzt eine Prankits-Karte von meinem Deck auf den Friedhof legen, außer sie selber, und dann ein Streichbubenmonster spezial beschwören. Mhm. Dann würde ich mir gerne mein Streichbubenplan in den Friedhof legen. Mhm. Und meine Streichbuben Flammis beschwören. Mhm. Und durch das Gigeri-Krähen darfst du dir auch noch dazu finden, ne? Ja, genau. Eine Zauber- oder Fallenkarte von meinem Deck der Hand hinzufügen. Außerdem kann ich ihn als Tribut anbieten und dann zwei Prankits-Monster mit verschiedenen Namen im
Friedhof wählen, außer Linkmonster und sie meiner Hand hinzufügen. Mhm. Gut, dann würde ich mir gerne was suchen. Mein Streichbuben Pandemonium. Der Fusionszauber. Genau. So. Ja. Dann würde ich gerne. Mein Pandemonium direkt aktivieren wollen, indem ich mein Doodle-Doodle-Doo und meine Lemsies fusioniere zu meinem Streichbuben-Raketenritt. Und was macht die Rakete so? Die Rakete kann ich, also wenn sie fusionsbeschworen wird, kann ich diese Karte 1000 ATK verlieren lassen, dich dann aber direkt angreifen. Und ich kann sie als Tribut anbieten und dann zwei Prankits-Monster, Nicht-Fusionsmonster mit verschiedenen Namen in meinem Friedhof wählen und sie spezial beschwören. Okay. Aber ich kann nicht während des Spielzuges angreifen. Ja, dann würde ich den Effekt gerne einmal aktivieren und sie als Tribut anbieten. Zwei von meinem den habe ich jetzt verpasst. Und den hast du verpasst. Ja. Gut, ich würde mir mein Kikeri-Krähen beschwören. Und meine Flammis. Ja, meine Flammis. Das war jetzt einfach doppelt gemoppelt, aber. Ja, das war irgendwie. Irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber ich das war nichts. Ich es vergessen hab. So. Dann mache ich eine Link 2. Zu meinem Streichbuben-Wauwau-Gebell. So, die sagt folgendes: Monster, auf denen diese Karte zeigt, erhalten 1000 ATK. Und ich kann sie als Tribut anbieten, als Schnelleffekt. Und dann zwei Prankits-Monster mit verschiedenen Namen in meinem Friedhof außer Linkmonster meiner Hand hinzufügen. Und Prankits-Monster, die ich kontrolliere, können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. So. Dann lege ich zwei Karten verdeckt. Und dann gebe ich an dich ab. Dann ziehen wir erstmal eine Karte. Verdammt, Fehler. Vor allem, weil die Flammis zweimal vergessen hast. Stimmt. Ich rufe als Normalbeschwörung mein Maschinenwesen Metallzerquetscher. Den kann ich ohne Tribut normal beschwören, wenn ich keine Monster kontrolliere oder keine offenen Karten kontrolliere. Und wenn ich ihn beschwöre, also er hat auch erstmal nur 1800 Angriffspunkte. Und wenn ich ihn beschwöre, dann darf ich drei Erde-Maschine-Monster von meinem Deck vorzeigen und dann darf ich mir eine zufällig hinzufügen. Also du darfst eine zufällige bestimmen, die ich dann meiner Hand hinzufügen darf. Die restlichen gehen ins Deck zurück. So, dann nehmen wir die Zitadelle. Die Ruinierstreitmacht. Ach, dann brauche ich noch eine Zitadelle. So, und das ist eine zufällige von den dreien bestimmt, die ich dann meine Hand hinzufügen darf. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Zitadelle für mich. Ja. Und die beiden gehen wieder zurück ins Deck. So.
dann aktiviere ich Schlimmes. Maschinenwesen Umverlegung. Mhm. Die Karte hat zwei. Ich hatte zwei Effekte, von denen kann ich eine aktivieren. Entweder werfe ich eine Karte ab und füge mir zwei Maschinenwesen-Monster mit unterschiedlichen Namen von meinem Deck hinzu. Oder ich werfe eine Maschinenwesen-Karte ab und füge dann zwei Maschinenwesen-Karten mit unterschiedlichen Namen von meinem Deck meiner Hand hinzu. Ich werfe meine Maschinenwesen-Zitadelle ab und suche mir einfach jetzt mal zwei Maschinenwesen-Karten. Okay. Was nehmen wir denn da mal? Ich glaube, ich nehme die Ruinierstreitmacht. Und den Verstrahler. Ob ich mich da nochmal auswenden kann. Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Aber du sammelst deine Karten schon und ich hab schon so viel Pulver verschossen. So. Schick, 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 schick. Schöne Sachen, die ich hier habe. So. Das klingt gar nicht gut. Die Frage ist, womit fange ich jetzt an? Machen wir das folgendermaßen. Ich aktiviere den, oder ich beschwöre meine Maschinenwesen-Festung von meiner Hand und muss dafür nur Maschinenmonster mit Stufe 8 oder mehr abwerfen. Und den kann ich von meiner Hand oder von meinem Friedhof beschwören. Mhm. Und dann trenne ich mich in dem Fall von meinem Super-Express-Schnellzug und beschwöre meine Maschinenwesen-Festung. Okay. So, dann möchte ich gerne mein Maschinenwesen Verstrahler als Spezialbeschwörung beschwören. Dafür muss ich halt ein Maschinenwesen-Monster abwerfen. Da werfe ich dann meine Ruinierstreitmacht ab. Dann kommt er in Verteidigungsposition. So. Das könnte jetzt dezent wehtun. Normalbeschwörung habe ich ja schon gemacht. Das bin ich für die Fehler bestraft, glaube ich. Vielleicht ein bisschen. Ist in Dezent, sagst du? Hätte ich das denn schon so machen? Eigentlich ja nicht. Aber eigentlich ja schon. Dann würde ich gerne meine Maschinenwesen Ruinierstreitmacht beschwören. Von meinem Friedhof kann ich das nämlich nur machen, indem ich Maschinenmonster mit mindestens Stufe 12 von meinem Friedhof verbanne. Ich verbanne meinen Super-Express-Schnellzug und meine Maschinenwesen Zitadelle. Und dann beschwöre ich den Kollegen mal als Spezialbeschwörung. Okay. So, solltest du es jetzt wagen, während der Battlephase eine Karte oder einen Effekt zu aktivieren, kann ich als Schnelleffekt die Hälfte meiner Lebenspunkte bezahlen, die Karte annullieren und anschließend deine Lebenspunkte halbieren. Außerdem, sollte er durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, kann ich bis zu drei meiner verbannten Maschinenwesen-Monster, deren gemeinsame Stufe 12 oder weniger entspricht, als Spezialbeschwörung beschwören. Okay, das mit dem. Also, in der Battle Phase darf ich nichts aktivieren. Genau, dann annulliere ich dir das einfach. Autsch. Und halbiere deine Lebenspunkte. Also, so. Bevor du in die Battle Phase gehst, würde ich gerne was aktivieren. Okay. Ich würde gerne den Effekt von meinem Baubaugebell aktivieren, ihn als Tribut anbieten und dann zwei Prankets-Monster mit verschiedenen Namen meiner Hand hinzufügen. Ja, mach mal. Da habe ich nichts gegen. Dann. Würde ich gerne einmal meine Luftis nehmen. Und mein Pandemonium. Ja, zwei Brackets kaufen. Okay. Also während der Battle Phase oder während des Damage Steps? Während der Battle Phase. Okay. Und in die möchte ich jetzt auch eintreten. Ich greife dich mit Maschinenwesen Ruinierstreitmacht einmal an. Ja, dann würde ich gerne meinen Ruf der Gejagten aktivieren wollen. Ruf der Gejagten. Was könntest du denn wiederholen, was mir auf den Keks gehen könnte?
Du möchtest. Die Fusion kannst du ja nicht auch in der Hand aktivieren. Ja, ist in Ordnung. Beschwör mal was. Ja, dann nehme ich mein. Mein Dudel-Dudel-Du. Dudel-Dudel-Du. Dein Kikeri-Krieg-Krieg. Mhm. Ja. Gut, dann geht mein Angriff trotzdem weiter mit der Streitmacht. Ja. Gut, dann bekommst du 2600 Punkte Schaden. Mhm. Dann greift man der Maschinenwesen Festung mit 2500 Punkten nicht direkt an. Mhm. Dann kommt der Gehack nicht auf den Friedhof. Mhm. Und als letztes kommt mein Metallzerquetscher dich auch noch mal mit 1800 Punkten besuchen. Ja. So, Main Phase 2 setze ich eine Karte. Monster mit unterschiedlicher Stufe auf dem Spielfeld. Da kann man lustige Sachen draus machen, wenn man es richtig erstellt, aber nein. Ich beende meinen Spielzug. Dann ziehe ich eine Karte. Hast du Schnelleffekte, die du irgendwie in meinem Spielzug auf dich achten müsste? Das ist kein Schnelleffekt, nein. Also du musst aber nur aufpassen, wenn du ihn als Ziel für einen Effekt wählst, dann kann ich deine Handkarte mopsen, bevor sich dein Effekt auflöst. Bevor sich mein Effekt auflöst? Ja. Okay. Dann würde ich gerne beginnen, indem ich meine Instant-Fusion aktiviere. Mhm. Für den Preis von 1000 Lebenspunkten würde ich gerne einen Fusionsmonster Stufe 5 oder niedriger beschwören, aber es kann nicht angreifen und zusätzlich wird es während der Endphase zerstört. Mhm. Dann würde ich mir gerne meinen Raketenritt beschwören. Mhm. So, das ist ja ein Kann-Effekt. Ne? Wenn ich eine Fusionsbildung mache, kriege ich 500k. Und wenn ich eine Link beschwöre. Okay. Dann würde ich gerne als Normalbeschwörung meine Lufties beschwören wollen. Ich überlege. Ja, ist okay. Okay. Ich spiele mich da. Also ich darf ihn nicht als Ziel wählen, aber. Karteneffekt ist okay, oder? Wenn du durch einen Karteneffekt zerstörst, dann kann ich eine Karte wählen, die du kontrollierst und sie ebenfalls zerstören. Also die Festung. Mhm. Der aktiviert sich dann ja im Friedhof, der Effekt, oder? Mhm. Okay. Ja. Dann würde ich gerne Mann, was mit dem zerstören und der Handkarte mopsen ist schon fies. Trotzdem musst du irgendwas machen. Mhm. Ja, ich würde mir gerne meine Rakete als Tribut anbieten. Mach mal. Um dann zwei Prankets und Fusion Monster speziell zu beschwören. Dann sind das einmal meine Ramses und meine Jobsies. Mhm. So.
Dann machen wir das wie folgt. Ich mach meine Link 2 auf mein, wo ist er, mein Kikeriki-Krähen. Und dann aktivieren sich, muss ich die Kette legen, würde ich gerne auf Chainlink 1 mein Doodle-Doodle-Doo legen, auf Chainlink 2 meine Lufties und auf Chainlink 3 meine Tropfies. Ja, okay. Das heißt, ich kriege jetzt als erstes 1000 Punkte und darf mir ein Streichbubenmonster beschwören. In dem Fall nehme ich die Lufties. Durch meine Lufties darf ich dann, also die kommen jetzt auf den Friedhof, durch meine Lufties darf ich eine Prankets-Karte auf meinen auf den Friedhof legen und dann ein Prankets-Monster beschwören. Das wird in dem Fall Pandemonium, um mir meine Tropfies zu beschwören. So, und dann aktiviert sich noch der Effekt von meinem Doodle-Doodle-Doo. Und ich möchte mir gerne den Streichbubenplan meiner Hand hinzufügen. So. Dann würde ich auch gerne den zweiten Effekt von Doodle-Doo aktivieren wollen. Und ihn als Tribut anbieten und dann zwei Prank-Kids-Karten meiner Hand hinzufügen. Wenn du nichts dagegen hast. Machen wir. So. Dann nehme ich einmal das Pandemonium und einmal die Lufties. So. Dann würde ich gerne das Pandemonium aktivieren wollen, um meine drei Prankets zu verschmelzen. Auf meinen Battle Butler. Den Kampfkobold. Genau. Der ist als Quick Effect quasi ein Rageki. Ich kann ihn als Tribut anbieten und dann alle Monster, die du kontrollierst, zerstören. Und wenn er in meinem Besitz auf den Friedhof geht, durch einen Karteneffekt von dir, kann ich ein Nicht-Fusionsmonster in meinem Friedhof wählen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Dann würde ich auch gerne einmal den Effekt aktivieren wollen. Und da mein Miau-Miau-Mu im Friedhof liegt, kannst du ihn stattdessen verbannen, ne? Genau. Gut, dann aktivieren sich jetzt die Effekte von meiner Ruinierstreitmacht und von meiner Maschinenwesen-Festung. Was machen die? Also, ja, die Festung wählt eine Karte und zerstört sie und meine Ruinierstreitmacht beschwört jetzt verbannte Maschinenwesen-Monstern bis Stufe 12 in Summe. Das ist beides ziemlich mies, aber ja. Ich würde gerne auf einen Effekt reagieren wollen mit meinem vom Grab gerufen. Welcher darf es denn sein? Ich würde übrigens mit der Festung deinen Butler als Ziel wählen wollen. Den wählst du als Ziel. Ich kann nur verbannte Maschinenwesen zurückholen. Mit der Streitmacht. Ja, dann würde ich gerne deine Festung annullieren, also auf dem Friedhof verbannen. Okay. Dann kommt durch den Effekt der Ruinierstreitmacht meine Maschinenwiesen-Zitadelle zurück. Dann lege ich noch eine Karte verdeckt. Gehe man nicht ab. Dann würde ich gerne noch in der Endphase den Effekt von meiner Zitadelle aktivieren und wähle ihn selber als Ziel und zerstöre alle Monster, die kleiner oder gleich, inklusive dem gewählten Monster, auf dem Spielfeld
Das heißt ein Butler plus. Ja. Dann wird sie dann verschwinden. So. Das zu Hause wieder vergessen. Ja. Mein Zug. Das könnte später noch interessant werden. Ich rufe als Normalbeschwörung Maschinenwesen-Antriebsrahmen. Und wenn der gute Kollege normalbeschworen wird, darf ich mal ein Maschinenwesen-Monster von meinem Deck meiner Hand hinzufügen, außer den Rahmen selber. Das ist in Ordnung. So, und dann suchen wir uns... Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber ich glaube, ich entscheide mich für meinen Luftangreifer. So. Ach ja. Dann als nächstes beschwöre ich meine Maschinenwesen Ruinierstreitmacht und verbanne dafür meine Metallzerquetscher und meinen Verstrahler. Dann als nächstes aktiviere ich Maschinenwesen Turbo. Ich wähle meinen Antriebsrahmen. Dann beschwöre ich ein Maschinenwesen-Monster mit einem anderen Namen als Spezialbeschwörung von meinem Deck und anschließend zerstöre ich meinen Rahmen. Okay. So, und dann beschwöre ich Nachschub für später Maschinenwesen-Festung. Und dann zerstöre ich meinen Rahmen. Und dann aktiviert sich der Effekt von meiner Maschinenwesen-Zitadelle im Friedhof. Denn wenn ein Erde-Maschine-Monster durch einen Karteneffekt zerstört wird, solange er im Friedhof liegt, darf ich ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Sagen wir mal Hallo und Zitadelle. Dann gehe ich jetzt in die Battle-Phase. Ich greife mit der Ruinierstreitmacht deine Lebenspunkte direkt an. Dann würde ich gerne meine stürmische Spiegelkraft aktivieren. Gut, dann kette ich den Effekt von Streitmacht an. Ich halbiere meine Lebenspunkte, dafür annulliere ich dir die Spiegelkraft und dann halbiere ich deine Lebenspunkte ebenso. Ja. Der Angriff weiter und dann kriegst du 4600 Punkte Schaden. Ja. Dann. Und dann bist du tot. Ja. Wie viel hatte ich noch? 1050? Ja, du hast auch noch. Ja. Ob ich den Plan jetzt aktiviere oder nicht im Friedhof, ist egal. Okay, 1-0 für dich. Most likely. Jetzt steht's 1-0 für Dirk. Meine Festung hätte durch Kampf zerstört werden müssen, um es zu zerstören, ja. Aber dann hättest du die Ruinierstreitmacht stattdessen verbannen können, aber dann hätte ich trotzdem die Festung gerade wiederbeleben können. Also ich hätte noch was zum Spielen können. Okay. Das hätte nichts geändert. Ja. Ich habe, glaube ich, auch zu viele Fehler gemacht, muss ich sagen. Ja, da war Most likely. Most likely. Wie du gerade sagst. Ja. Most likely. Ja. Slightly a little bit. Too much. So, dann schalten wir jetzt mal die Maschinenwesen Turbo ein. Es muss nicht Punkt 17:30 sein, aber so, dass wir uns an der Zeit so ein bisschen orientieren. Ja. Dann kriegst du jetzt mal ein saftiges OTK von mir und dann ist das gut. Ich würde gerne anfangen. Alles klar. Ja, ich habe so einige Effekte verpeilt. Ich werde mich konzentrieren jetzt. Entschuldigung. Du bist heute wirklich gemein. Entschuldigung. Schön. Ich normal beschwöre meine Flammis. Ja, ist okay. Dann würde ich gerne direkt in eine Link 1 gehen. Ja. In den Klassiker. In den Miau Miau Mu. Dann würde sich der Effekt von meinen Flammis aktivieren. Ja. Ich bekomme 500 Punkte Schaden und du darfst einen Rankets Monster beschwören, ein Streichbübchen. Dann nehme ich meine Luftis.
So, dann geht's weiter in eine Link 2. Ja, auf das Kikeriki-Krähen. Kettenlied 1 Kikeriki-Krähen, Kettenlied 2 Luftis. Luftis legen was auf den Friedhof, eine Streichbubenkarte und beschwören ein Streichbubenmonster. Und Kikeriki-Krähen sucht dir eine Zauberkarte. Ich kann das in Perfektion spielen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber auf die Linkbeschwörung würde ich als erstes gerne mal meinen. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Kette legen muss jetzt oder wie das funktioniert. Kannst du alles auf die gleiche Kette legen? Kann ich auf die gleiche Kette legen, okay. Ja. Dann würde ich als Kettenglied 1 mein Doodle-Doo, ja. Als Kettenglied 2 meine Luftis und als Kettenglied 3 mein Parallel-Exil. Ja. So, den kann ich jetzt einmal pro Spielzug aktivieren, den Effekt von meinem Parallel-Exil. Ich kann, wenn ich eine Linkbeschwörung durchführe, ihn als Spezialbeschwörung von meiner Hand in eine Zone beschwören, auf die das Link-Monster zeigt. Mhm. Und falls diese Karte als normale oder Spezialbeschwörung beschworen wird, kann ich einen Parallel-Exil als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. Und wenn die Karte durch ihren Effekt von Parallel-Exil als Spezialbeschwörung beschworen wird, wird ihre Stufe zu 4 und die ANTK und Death werden halbiert. Mhm. So. Dann kommt ein zweites Parallel. Der kommt erst in der neuen Kette, aber ist okay. Ach so, okay. Ja, passt. Mhm, okay. Dann kommen meine Luftis. Mhm. Ich würde gerne. Meinen Streichbogenplan in den Friedhof legen. Mhm. Und würde gerne meine Tropfis beschwören. Mhm. So. Und durch den darfst du dann nochmal suchen. Mhm, stimmt. Durch den suche ich mir noch das Zuhause. Daheim, 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 daheim. So, dann aktiviere ich das zu Hause. Ja. Und suche mir ein Prankets-Monster. Mhm. In dem Fall suche ich mir meine. Keine Liebe für die Steinis. Doch, doch. Gerade dazu entschieden, die Steinis zu nehmen. So. Als nächstes würde ich gerne eine Fusionsbeschwörung durchführen. Mhm. Mit meinem Doodle-Doodle-Doo, Doodle-Doodle-Doodle-Doo und meinen Tropfis. Ja. Auf meinen Raketenritt. Mhm. Dann würde sich der Effekt von meinen Tropfis. Nee, habe ich noch nicht benutzt in diesem Spielzug. Ja. 1000 Lebenspunkte. Mhm. Und. Ein weiteres Streichbubenmonster. Genau, dann nehme ich in dem Fall Un, dos, tres. Das. Dann nehme ich. Ja, ich nehme die Steinis. Mhm. Und du darfst für den Rest des Spielzuges so noch Prankets Monster beschwören. Jo. Das heißt, die Parallel-Exil liegen jetzt ein bisschen nutzlos in der Ecke rum. Ja, stimmt auch wieder, aber ich brauche ja auch Schutz gegen dich, ne? Sei denn, du kommst gleich um die Ecke mit durchschlagenden Kampfschaden. Ne? Wer weiß, vielleicht. Ja. Dann würde ich gerne. Ich mache eine Link 2. Mhm. Also als erstes würde ich ihm gerne meinen Raketenritt als Tribut anbieten und dann zwei Prankets Non-Fusion-Monster mit different Names beschwören. Ja, dann beschwören wir zwei unterschiedliche Streichbuben von einem Friedhof. Mhm. Dann einmal die Flammis und einmal die Luftis. Mhm. So. Dann mache ich eine. Nibiru? Eine Link 2. Ja. Auf mein Wauwau-Gebell. Ja. So. Dann würde ich noch. Achso, dann aktiviert sich der Effekt von meinen Steinis. Mhm. Ich kann eine Karte von meiner Hand banishen, eine Karte dann ziehen. Mhm. Und dann ein Prankets-Monster beschwören. Mhm. Ich verbanne meine Steinis.
Ja, ich verbanne meine Steinis. Ziehe eine Karte. Und beschwöre dann meine Tropfis. So, dann würde ich gerne noch zwei Karten setzen. Und an dich abgeben. Na dann, ziehe ich erstmal eine Karte. Das ist doch gar traumhaft. Gut, weil du mehr Monster als ich kontrollierst, kann ich meinen knappen Fahrplan aktivieren. Das heißt, ich darf jetzt ein Erde-Maschine-Monster der Stufe 4 oder niedriger und ein Erde-Maschine-Monster der Stufe 5 oder höher als Spezialbeschwörung von meinem Deck in Verteidigungsposition beschwören, aber ihre Effekte sind annulliert. Okay. Das so. Näher kann man durch einen. Ja, man muss durch einen Karteneffekt beschwören. Das ist natürlich. Dann beschwören wir Maschinenwesen. Zitadelle. Elle. Und einen Maschinenwesen-Antriebsrahmen. Die Effekte sind annulliert, ne? Richtig. Ja, okay. So. Dann, weil ich nur Erde-Maschine-Monster kontrolliere, darf ich meinen Super-Express-Schnellzug als Spezialbeschwörung beschwören. Der darf nur angreifen, indem ich zwei Karten von meiner Spielfeldseite auf den Friedhof lege. Und während der Endphase, sollte er sich im Friedhof befinden, darf ich mir ein anderes Maschinenmonster als einen Super-Express-Schnellzug vom Friedhof zurück auf die Hand holen. Noch keine normale Schwörung gemacht. Das ist vollkommen richtig. Ja, ist okay. Dann überlagere ich mal meine beiden Monster. Das Grinsen steht dir schon wieder im Gesicht. Superkanonen-Panzerzug! Dann aktiviere ich mal seinen Effekt. Ich hänge ein Material ab und füge dir einfach mal 2000 Punkte Schaden zu. Ja. Dann als nächstes. Du hast da garantiert irgendwas Fieses drunter liegen. Und die Normalbeschwörung habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Überlagere meinen Superkanonen-Panzerzug und rufe als Spezialbeschwörung Superkanonen-Panzerzug-Juggernaut-Liebe. Und bevor Yamenitram anfängt zu meckern, warum ich die Formel nicht gesagt habe, das mache ich jetzt nicht jedes Mal. So. Hat er jetzt davon. Auf die Beschwörung würde ich gerne reagieren. Ja, reißender Tribut. Mit meinem verschwundenen Wind. Ich würde jetzt gerne deinen Juggernaut-Liebe wählen. Seine Effekte annullieren und die Grundartikel halbieren. Ja, okay. Dann ist er jetzt bei 2000 Punkten. Das ist nicht so viel. Das ist okay. Dann werde ich einfach deinen verschwundenen Wind erstmal auf den Friedhof legen lassen. Achso, Entschuldigung. Dann hört die irgendwie Fritte, ich weiß auch noch nicht. Lege mal zwei Karten verdeckt ab. Und riskiere es mal. Auf den Phasenwechsel möchte ich noch reagieren, bevor du das machst. Ich möchte gerne den Effekt von meinem Wauwau-Gebell aktivieren, ihn als Tribut anbieten und dann zwei Prankits-Karten von meinem Friedhof der Hand hinzufügen. Und außerdem können meine Prankits-Monster nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ja, gut, Karteneffekte. Dann nehme ich mir die Luftis und die Tropfis. Und dann
würde ich auch noch gerne mein Pandemonium aktivieren wollen. Oh. Ich fusioniere von meiner Hand meine Tropfis, meine Luftis und meine Flammis. Für Ei mit Speck, Battle Butler. Ja. Und dann würde ich auch gerne seinen Effekt aktivieren wollen. Und direkt mal 3 Gigi machen. Genau. Und dafür eine Katze verbannen. Ja gut, dann bedanke ich mich bei dir. Dann aktivierst du den Effekt vom Maschinenwesen Zitadelle. Denn wenn ein Erde-Maschine-Monster zerstört wird, habe ich ihn als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof rufen. So, und was du kannst, das kann ich schon lange. Ach, und auf die Beschwörung kriege ich auch noch 500 ATK. Oder nur wegen meines Spielzuges. Warte. Nee, wenn ich eine Fusionsbeschwörung durchführe. Ja, okay. Außer wenn du Stannis stirbst. Okay. Dann bekommt ihr 500 Punkte. Ja, das ist okay. Da kann ich erstmal mit arbeiten. Dann gehe ich einfach mal trotzdem in die Battle-Phase. Ja. Und greife mit der Zitadelle. Alle kriegen 500 ATK. Ich habe ja, 10 Würfel hier etwas gemacht. Ich greife eine Parallele Xibon. Main Phase 2. Normalbeschwörung habe ich ja noch nicht gemacht, ne? Nee, ich glaube nicht. Nö, ich habe ja nur die beiden vorhin durch den knappen Fahrplan beschworen und danach hat nur Exispun speziell beschworen. Warum nicht? Ich rufe als Normalbeschwörung Karakuri Gama MDL 4624 Shiroku Nishi. Gesundheit. Und dann beende ich meinen Spielzug. Ich kann mir sagen, dass ich diese Karte im Frieden finden. Boah, die ist auch wirklich fies. Dann ziehe ich. Du kannst als Schnelleffekt kannst du ja ein Maschinenmonster als Tribut anbieten oder sich selber. Ich kann ein Maschinenmonster wählen und alle Maschinenmonster und das gewählte Monster, also alle Monster zerstören, deren Angriffspunkte kleiner gleich dem gewählten Maschinenmonster sind und das gewählte Maschinenmonster zerstören. Das heißt, dann Butler wäre da sogar gerade außen vor, weil er 500 Punkte mehr hat. Dann würde ich. Oh, bin ich voll depp. Ich habe den Effekt vom Super Express-Schnellzug vergessen. Das hätte mir noch ein bisschen was sichern können. Na egal. Macht er denn auch was in meinem Spielzug? Nein. Okay. Dann würde ich in die Battleface gehen und einmal mit meinem Butler deine Zitadelle angreifen wollen. Dann kette ich den Effekt von Zitadelle an und wähle ihn selber und würde gerne alle deine schwächeren Monster zerstören, inklusive ihn selber. Kriegst du aber noch 500 Punkte Schaden? Nö, krieg ich ja nicht, weil ich ihn ja vorher zerstöre, bevor du mich angreifst. Ach so, okay. Okay. So ja nun nicht. Es kommt ja zu keiner Kampfhandlung. Ja, hast recht, du machst dich vorher aus dem Staub. Ja, dann gebe ich, glaube ich, auch schon wieder ab. Ja. Ja, gut, man kann natürlich auch auf den Replay verzichten, aber das ist in Ordnung. Den noch gehabt hättest. Sag, ich bin heute Fritte. Ja, ich merke schon, du bist nicht ganz bei der Sache. Bin ich nicht bei der Sache. Okay, dann muss ich es halt ein bisschen anders machen. Ich aktiviere Maschinenwesen Turbo. Ich wähle mein Karakuri Gama, zerstöre ihn und beschwöre vorher noch ein anderes Maschinenwesen-Monster, einen anderen Namen als mein Karakuri-Monster. Obwohl, wenn ich angegriffen hätte, hättest du den Effekt ja wieder aktivieren können, ne? Ja, gut, dass ich es verpeilt habe. So, den darf ich ja nicht beschwören, aber ich kann meine Maschinenwesen-Festung beschwören.
Und dann zerstöre ich meinen Karakuri-Monster. Mhm. Dann aktiviert sich die gute alte Zitadelle im Friedhof, weil ein Maschinenmonster zerstört wurde und beschwört sich einmal wieder zurück. Mhm. So. Was kann die Fallenkarte nochmal im Friedhof, die du gerade reingepackt hast? Ich kann sie vom Friedhof verbannen und dann drei Maschinenmonster von meinem Friedhof oder die verbannt sind ins Deck mischen und anschließend eine Karte ziehen. Okay. Aber ich darf nur einen der beiden Effekte von dem Turbo pro Spielzug benutzen, von daher kann ich das jetzt gerade nicht machen. So. Ich setze eine Karte verdeckt. Und dann beende ich meinen Spielzug. Ja, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ich glaube, ich gehe einfach mal stumpf in die Battle Phase. Ja, ich gehe in die Battle Phase. Und dann würde ich gerne einmal, wenn er zerstört wird. Ja, durch Kampf zerstört wird, kann ich eine Karte bei dir wählen und sie ebenfalls zerstören. Okay. Ja, dann greife ich einmal deine Festung an. Mit 3500. Dann nehme ich einfach die 1000 Punkte Schaden und aktiviere seinen Effekt und zerstöre dir deinen Kampfkobold. Dann würde ich den gerne den Effekt einmal anketten wollen. Welchen? Den vom Battle Butler. Das ist während des Damage Steps, den kannst du nicht aktivieren. Okay. Das heißt, dein Butler verabschiedet sich. Mhm. Dann. Aktiviere ich in der Main Phase 2 meine Prank Kids Pranks. Und was machen die Streiche? Also ich kann eine Prank Kids Karte von meiner Hand abwerfen und dann einen Prank Kids Token spezial beschwören. Aber es kann nicht als Tribut angeboten werden. Und während der Endphase kann ich drei Streichbubenkarten in meinem Friedhof wählen, außer die Pranks selber. Alle drei ins Deck zurückmischen und dann eine Karte ziehen. Okay. Ist okay. Ja, und das würde ich dann auch gerne tun. Ich mische mir mein Wow-Wow-Gebell. Das kannst du auch nur während der Endphase machen, ne? Ja, also ich bin jetzt in der Endphase, würde mir die gerne zurückmischen. Okay. Das heißt, du bist vollkommen wehrlos. Ja. Ach, die bleibt da. Ja. Ja, und dann eine Karte ziehen und dann bist du. Dann könnte das jetzt richtig schmerzhaft werden. Ja, dann machen wir das doch mal so. Dann würde ich gerne meine Maschinenwesen-Festung vom Friedhof beschwören und lege dafür mein Maschinenwesen-Luftangreifer auf den Friedhof. Und dann aktiviere ich den Effekt von Maschinenwesen Turbo und würde gerne drei Maschinen vom Friedhof ins Deck zurückmischen und dann eine Karte ziehen. Dann mische ich meine beiden Züge zurück zusammen mit dem Maschinenwesen Antriebsrahmen. Okay. Und dann ziehe ich eine Karte. Hätte nicht besser sein können. Ich aktiviere Maschinenwesen-Umverlegung. Ich trenne mich von meinem Metallzerquetscher und suche mir mal zwei Maschinenwesen-Karten. Ich nehme noch eine weitere Festung und... Na, wo ist er? Meine Ruinierstreitmacht. Okay. Das Coole ist, ich kann die Festung auch mehrmals pro Zug beschwören. Das
ist nicht einmal pro Spielzug. Nein, das ist nicht einmal pro Spielzug. Das ist ja gemein. Ja. Deswegen werfe ich jetzt meine Festung zusammen mit meiner Streitmacht ab und beschwöre meine Festung. Mhm. Und dann beschwöre ich meine Ruinierstreitmacht, indem ich meinen Metallzerquetscher Stufe 9 zusammen mit meinem Schnellzug verbanne. Fupp. So. Autsch. That gonna hurt. Very much. Ja, ich glaube, ich lasse dich jetzt gar nicht großartig zappeln, sondern ich gehe einfach stumpf direkt in die Battle-Phase. Ja. Ich greife dich mit der Ruinierstreitmacht als erstes mal direkt an für 4-6 Schaden. Mhm. Ja, und dann kommt meine Zitadelle für den letzten Schaden vorbei. Ja. Bam! Ins Gesicht. Autsch. So, und angesichts der Zeit und der Tatsache, dass es sowieso schon 2-0 steht, ja, würde ich sagen, machen mit dem Leiden einfach mal ein Ende. Ja, ist in Ordnung. Von daher, hier hat die Maschinenstreitmacht ihre absolute Überlegenheit bewiesen an der Stelle. Dezent. Danke fürs Zuschauen. Falls euch das Deck, die Decks gefallen haben, lasst auf jeden Fall noch gerne ein Like und ein Abo da. Deckprofile findet ihr auf Cardcluster unter dem Usernamen Robbery2301 oder Blue Dragon für meine Decks. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Samstag, 14 Uhr, Twitch TV, Trader Online Video. Geht's weiter. Macht's gut. Tschüss.